Gut. Ich bin am 22. Oktober 1963 in Heiden im Kanton Appenzell in einem Frauenhaus geboren. Erzähl vielleicht ein bisschen was über deine Kindheit. Ja. Meine Mutter... Nein. Ich bin ein unerwünschtes Kind. Meine Mutter versuchte mich mit verschiedenen Objekten abzutreiben. Zu dieser Zeit gab es noch keine Pille danach. Wie ihr seht, kam ich trotzdem zur Welt. Meine Mutter war Alkoholikerin und Prostituierte. Mein Vater war Alkoholiker. Ich lernte schon früh, meine Gefühle zu kontrollieren. Ich bekam Schläge, ich bekam Hass, ich bekam sexuellen Missbrauch täglich zu spüren. Mit 3,5 Jahren kam mein Bruder zur Welt. Ich, so klein wie ich war, passte auf ihn auf. Wenn mein Vater aus dem Haus ging, kamen die Männer zu meiner Mutter und gingen ein und aus. Und damit ich ruhig war, bekam ich einen Milchschoppen mit Cognac. Sie sperrte mich in mein Zimmer. Abends kam mein Vater voller Hass und Aggressionen betrunken nach Hause. Dann wusste ich, es gab Schläge und er missbrauchte mich, seelisch und körperlich. Als mein Bruder zur Welt kam, war ich 3,5 Jahre alt. Ich passte auf ihn auf und wenn wir nichts zu essen hatten, ging ich irgendwo eine Käserinde holen, damit er daran lutschen konnte. Wenn ich weinte, bekam ich Schläge, damit ich aufhörte. Eines Nachts kam mein Vater betrunken und brüllend nach Hause. Ich hörte ihn schon von Weitem, wie er schrie, ich bringe euch alle um. Als er oben anlangte, die Tür aufmachte, nahm er seine Pistole und schoss um sich. Ich beugte mich über meinen Bruder, damit er mich treffe, denn es war mir damals so egal. Ein paar Minuten später stürmte die Polizei herein. Sie nahmen meinen Vater, legten meinem Vater die Handschellen an und nahmen ihn mit. Wir Kinder wurden alle in ein anderes Kinderheim gebracht. Zu dieser Zeit kam meine Schwester zur Welt. Ich kam in ein katholisches Kloster. Dort wurden die Schläge auf der christlichen Basis gemacht, mit dem Satz, wen Gott liebt, den züchtigt er. Wir Kinder hatten keine Namen, wir hatten Nummern. Ich war die Nummer 746. Wir mussten am Morgen in Reihe und Glied antreten und oft stand ich außerhalb. Ich bekam Schläge. Mit der Zeit machte das mir nichts mehr. Im Gegenteil, ich sagte Danke. Und das machte die Frauen noch wütender. Ich war zur gleichen Zeit Bettnässer, machte ins Bett und wurde ans Bett gefesselt. Mein Po war so wund, dass ich oft nicht sitzen konnte. Mit 12 Jahren kam ich zu einer Pflegefamilie in die andere. Die Eltern brachten mich zurück mit der Aussage, zu schwierig. Dann kam ich zu meinen jetzigen Eltern. Meine Eltern leben heute im Altersheim in Thun. Ich war unterernährt, ich konnte keine feste Nahrung zu mir nehmen. Ich musste lernen zu reden, ich konnte keine Sätze, stackelte, konnte nichts, was die anderen Kinder mit 12 Jahren schon konnten. Der Psychiater zu dieser Zeit sagte meinen Eltern, es wäre gut, wenn ein Geschwisterchen noch zu ihnen käme. Okay, meine Eltern suchten danach. Und siehe da, sie fanden meine Schwester.
Meine Eltern waren glücklich und dachten, jetzt wird alles gut. Nein, im Gegenteil, da fing es erst an. Ich biss, ich lief weg. Mit 14 Jahren lernte ich meinen damaligen Loverboy kennen. Er brachte mir viele Geschenke, Kleider, Schmuck und auch den ersten Joint. Wow, dachte ich, das macht frei, das macht leicht. Davon wollte ich mehr. Ich fing an zu rebellieren und aufmerksam auf mich zu machen. Da ich noch nicht volljährig war, brachte mich die Polizei immer wieder nach Hause zu meinen Eltern. Heute weiß ich, dass meine Eltern viele schlaflose Nächte hatten. Mein Loverboy brachte mir irgendwann Heroin. Als ich davon genommen hatte, dachte ich, yes, das ist mein Leben. Und ich fühlte mich frei und unbeschwert. Ich hatte keine seelischen noch körperlichen Schmerzen mehr. Auf einen Tag auf den anderen kehrte sich das Leben meines Loverboys. Er schickte mich auf den Strich, schlug mich und machte mich klein. Ich fing an, meinen Körper zu verkaufen, damit ich meinen Drogen, meinem Konsum freien Raum geben kann. Es musste immer mehr Drogen sein. Es kam Kokain, Heroin, LSD, Mix, irgendwas zusammen. Ich machte mein Schuljahr noch zu Ende und meine Eltern schickten mich in eine christliche Schule. Nach einem halben Jahr brach ich diese Schule ab. Meine Mutter weinte, mein Vater war sehr wütend. Das alles prasselte nicht mehr auf mich runter. Ich wusste, ich will nur noch weg, ich will nur noch Drogen, ich will mich nicht mehr fühlen und nicht mehr spüren. Ich kam auf den Blattspitz nach Zürich. Das wurde 22 Jahre lang mein Leben. Der Drogenkonsum, die Prostitution begleiteten mich über 20 Jahre. Ich fing selber an, mit Drogen zu handeln, verkaufte Drogen, Menschen, die starben, Familien verloren ihre Kinder, weil ich ihnen Drogen verkaufte. Es kamen viele Christen auf den Blattspitz, Christen, die von Jesus erzählten. Es gab Prediger, die mich bekehren wollten, die sagten, wenn du nicht umkehrst, kommst du in die Hölle. Meine Antwort war zu einem dieser Prediger, ich bin ja schon in der Hölle, es kann doch gar nicht schlimmer werden. Schöne Momente gab es, als Pfarrer Ernst Sieber auf den Blattspitz kam. Er fand mich eines Morgens unter einer Brücke, in meinem Erbrochenen liegend, wusch mir das Gesicht, legte meinen Kopf auf seine Knie. Wow. Und sagte zu mir, ich liebe dich, meine Tochter. Und es gibt jemand, der dich noch mehr liebt. Ich freute mich immer, ihn zu sehen. Er gab mir das, was ich ein Leben lang suchte. Vor 18 Jahren hatte ich einen Selbstmordversuch. Ich wurde ins Spital eingewiesen und danach brachte man mich in die Psychiatrie in Oberwil. Ich musste 3 Tage lang dort bleiben und nach 3 Tagen konnte ich entscheiden, wie es weitergeht. Meine Entscheidung war klar, dass ich eigentlich wieder auf die Straße wollte. Doch ich hatte, so wie ich heute
darüber denke, das Glück, eine gute Psychologin zu haben, die zu mir sagte, ich soll mir doch überlegen, einen Entzug zu machen, weil, so wie sie mir damals sagte, mein Körper es nicht mehr lange mitmacht. Nach 3 Tagen entschied ich mich, den Entzug zu machen. Es war schmerzhaft. Der Körper war oft so, als würde er verbrennen. Nach 5 Wochen war alles vorbei. Ich fühlte mich körperlich anders, frei, lebendiger, nicht mehr so tot. Nach 7 Wochen Oberwil konnte ich eine Langzeittherapie in Lidenheit machen. In Lidenheit, das ist eine Psychiatrie für ehemalige Drögler und Alkoholiker, begann die Therapie, dass ich in meine Vergangenheit schaute. Meine Vergangenheit, die mich eigentlich in den Tod getrieben hat. Ich lernte, über meinen sexuellen Missbrauch zu sprechen. Ich lernte, über die Lieblosigkeit meiner Mutter zu reden. Und ich lernte, zu weinen. Nach circa 2 Monaten konnte ich die Psychiatrie verlassen. Die Anfangszeit war so, dass ich rückfällig wurde. Und nach 2 Jahren holte ich mir meinen Hund. Mein Hund lernte mich, dass ich auf Menschen zugehen kann, dass ich ihnen vergeben kann. Im Oktober 2018 hörte ich eine Predigt. Die Worte, die sie sprach, die drangen so in mein Herz, als würde sie persönlich nur zu mir sprechen. Nach dieser Predigt war eine Telefonnummer eingeblendet und darauf konnte man telefonieren. Und das machte ich sofort. Ich telefonierte und übergab mein Leben Jesus Christus. Ich tat Buße und bekannte meine Sünden. Ich erkannte, wie in Johannes 3,16 steht, denn so sehr hat Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich fing an, Menschen um Vergebung zu bitten. Ich fing an, das zu tun, schriftlich oder persönlich. Ich konnte meinem Vater, meinem leiblichen Vater, vergeben. Ich konnte auch meiner Mutter vergeben, was sie mir angetan hatte. Ich fuhr vor einem Jahr zu meinen heutigen Adoptiveltern und bat sie um Vergebung, wo ich sie belogen, betrogen, wo ich sie eigentlich beraubt habe, dort, wo sie mir Liebe schenken wollten. Ich bin heute überzeugt davon, dass Jesus Christus befreien, verändern, heilen kann. Jesus hat mir gesagt, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Auch wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt der Herr mich doch auf. Es steht im Psalm 27, Vers 10. Und Jesus sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, so bin ich treu und gerecht, dass er mir meine Sünden vergibt. Und das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, was es heißt, wenn ein Land tot ist, wenn ein Herz tot ist, dass neues Leben hineinkommt. Jesus hat gesagt in Hesekiel, er wird mein steinernes Herz herausnehmen und mir ein fleischernes Herz schenken. Ich habe mich entschieden, mit Jesus Christus zu leben, 100%. Und ich erfahre Heilung, Befreiung. Und ich wünsche mir, dass wir uns versöhnen mit Gott. Dass ich immer wieder zu Gott kommen kann und mein Herz und mein Leben ihm schenken kann. Das wünsche ich mir für mich persönlich und auch für die, die dieses Video sehen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich glaube an Wunder, denn ich bin selbst eins.